Hi, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist wieder eine Woche her, aber ich bin wieder back mit einem neuen Video für euch. Auf jeden Fall! Immer schön viel Wasser trinken, Freunde. Auf jeden Fall geht es heute, wie ihr schon im Titel gelesen habt, um Selbstbewusstsein. Vorab wollte ich nur sagen, ich habe beim letzten Video ja gesagt, schreibt mir gerne Kommentare, was für Videos ihr sehen wollt. Und Leute haben mir geschrieben, yo, mach mal ein Video darüber, wie man selbstbewusst werden kann oder wie du selbstbewusst geworden bist im Thema Klamotten oder im Thema allgemein Selbstpräsentation. Und dann dachte ich mir, hey, wieso mache ich das denn nicht? Deswegen sitze ich hier. Hi. Also, ich erzähle einfach gleich alles, was ich so gemacht habe dafür und was ich euch so als Tipp geben kann. Ich bin kein, was weiß ich, wie das heißt, Experte in diesem Thema oder ich kann euch jetzt keine speziellen Tipps geben, wie das bei jedem klappt. Ich erzähle einfach nur, wie das bei mir so geklappt und wie ich Selbstbewusstsein bekommen habe. Aber falls euch das Video interessiert, dann guckt einfach bis zum Ende durch. Würde mich auf jeden Fall feiern. Dank, würde mich feiern. Yay! Auf jeden Fall danke. Danke an alle, die mich abonniert haben in letzter Zeit. Weiß ich auf jeden Fall sehr zu schätzen. Macht gerne weiter so. Und ja, dann fangen wir einfach an. Also, wie habe ich Selbstbewusstsein bekommen für meinen Style? Also, ihr müsst wissen, mein Style hat sich schon sehr oft geändert. Also, ich habe angefangen mit, Hypebeast-Style. Also, was heißt Hypebeast? Ich war halt immer nicht broker. Ich habe halt nie viel Geld für Klamotten ausgegeben. Das heißt, ich war halt einer dieser Jungs, der eine Adidas-Hose anhatte und dann die Socken darüber gezogen hat und die größten Skinny-Jeans anhatte. Und das ist... Oh, diese Bilder. Auf jeden Fall. Ja, es hat halt einfach alles bei mir angefangen, dass ich dann irgendwann halt mich interessiert habe für Klamotten und dachte mir so, yo, was kann ich anziehen? Was sieht cool aus? Was gefällt mir? Und danach solltest du auch gehen. Also, ich kann nur empfehlen, zieh halt das an, worauf du Bock hast. Wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Also, ich kann halt wirklich nur empfehlen, zieh die Sachen an, worauf ihr Bock habt. Es ist jetzt so grob gesagt einfach nur, es klingt halt so, ja, will ich ja, aber es geht nicht. Ich weiß, es ist schwer, das zu sagen. Zieh einfach an, worauf du Bock hast. Aber ich zieh selbst auch nicht an, worauf ich Bock habe. Ich bin ehrlich. Ich will manchmal Sachen ausprobieren. Ich habe selber halt auch, ich traue mich aber nicht, die Sachen anzuziehen. Aber ich glaube, das geht jedem so. Also der halt was Neues ausprobieren will. Und das kann ich auch nur sagen, step aus deiner Comfortzone raus. Wenn die Sachen halt quasi unangenehm sind zu machen, aber du willst es unbedingt machen, versuch's einfach. Versuch's wirklich einfach. Ich hätte mich früher niemals getraut, ein T-Shirt über ein Hemd anzuziehen. Jetzt ist es einfach so für mich Standard. So, also ich kann nur sagen, versucht einfach Sachen auszuprobieren. Steppt immer aus eurer Comfortzone raus. Wenn ihr immer nur in dieser Comfortzone drin bleibt, also wo ihr euch einfach wohlfühlt, ist es gut. Ihr ein entspanntes Leben, aber ihr entwickelt euch nicht weiter. Ihr kommt nicht weiter, wisst ihr? Auch allgemein im Leben, zum Beispiel jetzt nicht auf Klamotten bezogen, allgemein Arbeit oder so ein Bewerbungsgespräch oder so. Komm aus dir raus, sei du selber, weißt du, step raus, versuch mal was Neues. Dann entwickelst du dich auch weiter so. Also, das sind halt so, das ist halt darauf jetzt bezogen. Aber allgemein Style, also such dir halt so Sachen aus. Ich habe mal ein Video gemacht, wie du deinen eigenen Style findest, irgendwo hier oben. Weiß ich nicht, vielleicht hilft dir das auch, kannst du ja auch gerne auschecken nach dem Video. Also ja, wie gesagt, ich kann halt nicht großartig viel dazu sagen, außer dass halt bei mir halt echt lange gedauert hat, meinen richtigen Style zu finden, den ich wirklich gefeiert habe. Und es hat auch viel Überwindung gebraucht und viele unnötige Kommentare von irgendwelchen ausstehenden Leuten, die keine Ahnung haben. Viele Grüße an euch, wenn ihr das guckt, schön beim Disliken. Ja, bei mir war es halt auch, ich habe halt viel Selbstbewusstsein durch halt YouTube bekommen oder allgemeine Social Media, weil ich halt schon oft einer der präsenteren Jungs war. Also ich habe halt oft schon im Internet meine Späßchen getrieben. Nein, aber ich habe halt früher angefangen halt so mit 12 schon so Shooting-Bilder zu machen von mir selber, so auf Klamotten bezogen. Sah halt kacke aus, aber ich habe halt so schon angefangen. Dann habe ich halt schon mit 13 meine ersten YouTube-Videos gemacht und ich habe halt echt viele dumme Kommentare bekommen. Ich habe halt immer einfach gesagt, ja scheiß drauf, mach was ihr wollt, ich mach mein Ding. Man lebt nur einmal so, das Leben ist kurz, dann mache ich auch worauf ich Bock habe. So, deswegen sitze ich jetzt auch wieder hier und mache ein Video für euch, weil ich Bock darauf habe. Also, das auch mit YouTube und Instagram habe ich schon früh angefangen. Ja, ich habe viele dumme Kommentare gehört und viele Leute haben mich runtergemacht und es hat mich auch runtergemacht, aber wie ihr seht, bin ich einfach über die gesteppt, weil ich halt mit der Einstellung so da reingegangen bin, quasi so, yo, ich bin doch egal, was ihr macht, ich kenne euch nicht, ihr interessiert mich sowieso nicht, ihr seid einfach irgendwelche Leute, die kein Leben haben und mich haten, weil ich deren irgendwie interessanter bin als deren eigenes Leben und die verschwenden einfach Hater-Kommentare an mich zu schreiben. Also, ja, genau, ja, was soll ich noch sagen? Oder auch, wenn du allgemein im Leben einfach nicht selbstbewusst bist. Zum Beispiel gibt ja auch so Leute, die sich halt nicht wirklich trauen, irgendwie zu reden mit anderen Leuten, die so zurückhaltend sind. Ich weiß, vielleicht bringt es jetzt nichts, wenn ich es euch sage, weil ich einfach irgendein Typ bin, der vor einer Kamera steht und mit einer Kamera redet. Aber versucht es einfach. Also versucht aus dieser Komfortzone rauszusteppen. Versucht einfach den ersten Schritt zu machen, weil irgendwann musst du den ersten Schritt machen. Du kannst nicht dein ganzes Leben lang durchs Leben gehen, ohne dich weiterzuentwickeln. So, es wird immer, du wirst immer irgendwo was lernen, immer irgendwo was Neues machen oder so. Und deswegen, ja, kann ich nur großartig sagen. Mach einfach, worauf du Bock hast. Es klingt dumm. Also das heißt dumm, es klingt einfach zu einfach. Aber so habe ich es auch gemacht. Ich hatte Bock, einfach Videos zu machen, damals über Slimes. Ja, ich wollte einfach irgendwelche Videos machen, die halt Klicks bekommen. Habe ich gemacht. Cool, warum nicht? Deswegen, ihr macht einfach, worauf ihr Bock habt. Wirklich einfach, worauf ihr Bock habt. Versucht es einfach, wenn es nicht klappt. Entweder gibt es auf oder entwickelt euch weiter. So, probiert einfach aus. Euer Leben ist kurz. Versucht das Beste draus zu machen. Macht einfach, ja...
kann mir jetzt immer wiederholen, mache einfach, dass ich auf jeden Bock habe, aber ist halt einfach so. Das Video ist jetzt wirklich out of place und es ist irgendwie komisch und irgendwie habe ich nicht wirklich was erzählt, aber ist halt schwierig zu erklären so. Bei mir war das halt so, ich habe halt einfach meine YouTube-Videos gemacht, meine Instagram-Bilder gemacht, immer weiter, weiter, bis es irgendwann besser oder gut war und ich bin auch nie wirklich zufrieden mit einer Sache. Ich bin zwar glücklich darüber, aber ich will noch was Besseres daraus holen, wisst ihr? Das kann ich auch nur weitergeben, zum Beispiel jetzt, du hast eine 2 in irgendeiner Arbeit bekommen, sei zufrieden, also das heißt, sei zufrieden, sei glücklich darüber, aber versuch dich, hab diesen Drang dazu, dich zu verbessern, das besser zu machen, auch auf Bilder bezogen, du hast ein heftiges Bild, boah, geil, aber versuch es einfach nochmal besser zu machen beim nächsten Mal. Es geht immer besser, wisst ihr, es gibt immer jemanden, der besser ist als du und versuch du auch besser als du selber zu sein, versuch dich immer weiterzuentwickeln, das war doch schlau. Aber ja, mehr großartig kann ich gar nicht mehr viel sagen, ich hoffe, das Video kommt diese Woche noch online, falls nicht, tut's mir auch leid, check mich gerne auf meinen ganzen Social Medias ab, auf Instagram heiße ich Mr. Grabs und auf Snapchat André Gawinski, checkt mich gerne mal überall aus und Instagram kommen auch bald wieder aktiv Bilder, versprochen, ich bin gerade echt nur inaktiv, weil meine Handykamera-Qualität auf Selfies kacke aussieht und draußen halt nie die Sonne scheint, das heißt, ich kann keine qualitativ guten Bilder machen, aber bald kommen neue Bilder, bald kommen Reactions maybe, wenn ich Bock habe, dann irgendwie auf die Idee gekommen bin, aber wir sehen uns dann beim nächsten Video, ich hoffe, ich kann euch irgendwie helfen, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, irgendwas noch sagen wollt, schreibt es jetzt gerne in die Kommentare, falls du bis hierhin geguckt hast, Kamera geht einfach aus, falls du bis hierhin geguckt hast, schreib einfach Hashtag Wasser in die Kommentare und like dieses Video gerne, abonniert mich, aktiviert die Glocke, vielleicht knacken wir noch die 500 bald und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.